Das Campusfest ist aus der Idee entstanden, dass wir verschiedene Fachbereiche hier haben und verschiedene Studiengänge. Und wir wollten eine Plattform schaffen, wo sich die Studierenden austauschen können und ihre unterschiedlichen Sachen, was sie im Studium machen, Initiativen und Fachschaften, sich gegenseitig ein bisschen vorstellen können und bei Musik eben dazu auch noch ein bisschen feiern können. Ganz wichtig ist dabei auch immer, dass wir ein politisches Programm haben. Dieses Jahr ist es der Flüchtlingsrat, der 30 Jahre alt wird, und haben dazu ganz viele politische Vorträge unter anderem auch. Dieses Jahr sind ungefähr 25 Personen fest mit dabei, die da arbeiten und ganz aktiv sind. Seit 8 Monaten ungefähr planen wir das schon. Natürlich die letzten 2 Monate ein bisschen intensiver, aber seit 8 Monaten sind wir dabei. Hildesheim, habt ihr Bock aufs Campusfest oder was? Das klingt nach dem Hildesheim, was ich kenne. Beeindruckend zu sehen, welche Leistungen hier erreicht werden, und ich sehe, was hier passiert, und das ist toll. Leider hier in Deutschland, die Flüchtlinge leiden so viel. Wenn wir über die Flüchtlinge leben, sprechen wollen, wir können die ganzen Tage hier sprechen. Wir stehen hier stellvertretend für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Flüchtlingsrats Niedersachsen. Wir haben unseren Sitz hier in Hildesheim. Ganz grob gesagt sind wir eine Lobby- und Beratungsinstitution für Flüchtlinge und alle Menschen, die mit Flüchtlingen zu tun haben. Ja. Jetzt schlägt der Regen dann doch richtig zu. Vielleicht retten wir das einfach hier im Moment ab, weil ihr alle eure Stände retten müsst. Wir sind nachher im Politik-Pavillon und werden da auf Frage und Antwort stehen und hoffen, dass der Regen bald aufhört. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist sehr schön, hier zu sein. Ich bin das erste Mal tatsächlich an der Uni hier in Hildesheim. Ich war nur ein weiteres Mal in Hildesheim vor vielen Jahren, aber es war eine WG-Party. In letzter Zeit erzählte Jemmo mir häufig, ohne dass ich ihn gefragt hätte, wie es hier in den 70ern war. Da, wo du jetzt sitzt, saß dein Vater. Er war nicht viel älter als du heute, sagte er. Gerade aus Köln hierher gezogen, deine Mutter wohnte noch dort. Damals war hier vieles anders.
Bühne, hier auf der Bühne. Das geiles Campusfest 2014 und ich freue mich, hier gewesen zu sein. Ihr habt hoffentlich so viel Spaß wie ich, oder?